Sieht gut aus, das ist Okay. okay. Dann drück ruhig mal auch Fokus auf mich, ne? So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ahmed Sharif. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Hinter der Kamera steht mal wieder kein geringerer außer Jonas Avi. Ja, und zwar habe ich heute ein für mich sehr besonderes Fahrzeug bekommen. Das Fahrzeug ist, um gleich alle Spekulationen beiseite zu legen, das Fahrzeug ist nur geliehen. Ich habe mir den ausgeliehen, weil ich ihn einfach mal gerne ausprobieren möchte. Es handelt sich natürlich um einen Porsche Panamera. Das Lustige ist, bei dem sieht der Schlüssel schon wie ein Spielzeug aus, ne? Den gibt es auch als Feuerzeug. Damit verarscht mein Bruder aber meinen kleinen Neffen, dass er auch einen Porsche hat. Aber gut, so viel dazu. Ja, Panamera. Für mich persönlich der geilste Porsche überhaupt. Der geilste Porsche, den sie jemals rausgebracht haben. Für viele, die Porsche-Liebhaber sind, die allgemein Porsche-Fans sind, sagen, das ist ja kein richtiger Porsche. A, weil er als Viertürer kam. B, es handelt sich hier auch tatsächlich um einen Diesel. Es ist ein 3 Liter Diesel mit 250 PS. Den gibt es auch noch mal, gerade im Facelift, mit 300 PS. Ich meine aber auch, hierbei handelt es sich um das Vor-Facelift, also die erste Baureihe von dem Panamera. Den kannst du auch, ich glaube, den gibt es auch mit 300 PS, aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, auf jeden Fall, guck mal hier ein bisschen hoch, dass man gleich das sieht. Was mir persönlich damals, also als das Auto rauskam, das war ein Schock für mich, ne? Allein schon eine viertürige Limousine. Kamera geht nach links weg. Nee, nee, das musst du am Joystick machen. Genau. Ja, so ist okay. Gut. Ja, eine viertürige Limousine. Allein schon dieses, dann wieder dieses Coupé-förmige war für mich das war unglaublich. Also das war wirklich unglaublich. Ich glaube, damals kam dann von Bushido und Chili Panamera Flow raus. Also ich war baff. Verdammt, mein Opa kam mit zwei Koffern her und sein Enkel wird ein scheiß Millionär, nagelneue Nike Air. Gut, auf jeden Fall handelt es sich hierbei schon um ein 10 Jahre altes Fahrzeug, was wir uns jetzt angucken, womit wir auch gleich eine Runde drehen. Weil ich klage ja viel über mein C63, dass er viel zu sportlich ist, dass ich mir da nicht so richtig Gedanken gemacht habe, bevor ich den gekauft habe. Ich bin natürlich auch auf der Suche nach einer Alternative. Für mich würde auf jeden Fall der Panamera in Frage kommen. Wieso, weshalb, warum, gehen wir gleich auch noch näher drauf ein. Damals war vergleichsweise, stand zu mich, beziehungsweise ich hatte schon, ich war eigentlich kurz davor, einen Panamera zu kaufen, aber habe mich dann letzten Endes doch für einen Audi A7 entschieden. Man muss dazu sagen, Audi A7, Panamera sind eigentlich schon fast baugleich, kann man sagen, ne? Viertürige Limousine, trotzdem sportwagenmäßig unterwegs, quasi, ne? Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine mit dem abgeflachten hinten und den ausfahrbaren Spoiler. Den werde ich jetzt auch mal zuallererst ausfahren. Geh mal ruhig da dran. Alleine das schon bei einer viertürigen Limousine quasi, dass man einen ausfahrbaren Heckspoiler hat, ist schon geil. Ne? Noch dazu kommt die Doppelauspuffanlage. Ich persönlich finde, beim A7 kommt das mega geil mit den viereckigen Endrohren. Aber ich finde, beim Porsche müssen die rund sein. Also jeweils zwei runde links und rechts. Das ist meiner Meinung nach. Genauso wie ich bei den Rückleuchten zu kritisieren habe, dass die natürlich jetzt zeitgemäß, damals vielleicht ja, aber jetzt finde ich, das wirkt wie von einem Renault Megane das Rücklicht. Ja, tatsächlich. Also es ist sehr identisch. Deswegen auch vorzugsweise mein persönlicher Geschmack, definitiv Facelift-Modell mit den anderen Rückleuchten, mit dem runden Auspuff. Ja. Ansonsten nimmt sich das auch gar nicht mehr so viel zum Facelift. Ja, gehen wir hier nochmal rum. Hier haben wir natürlich schicke 20 Zoll Alufelgen montiert. Gelbe Bremssättel. Ich meine, das ist so gang und gäbe bei Porsche. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ja, was kann man noch dazu sagen? Von außen jetzt so. Natürlich
Xenonscheinwerfer, Bixenonscheinwerfer und halt einfach vorne. Also vorne, ob Facelift oder vor Facelift, finde ich einfach nur geil. Das ist halt so richtig Porsche, ne? Sag mal schön von vorne hier. Ähnlich wie beim Porsche Boxster, die Scheinwerferform. Also, das ist auf jeden Fall mein Geschmack. Von vorne definitiv 1000%. Ja? Schauen wir uns mal gemeinsam den Innenraum an. Also wie gesagt, sollte der C63 jetzt weggehen, hatte ich eigentlich so tendiert. Beziehungsweise vorher damals schon, aber ich habe mich dann doch für den A7 entschieden. Da man einfach für das gleiche Geld quasi ein paar Jahre Unterschied bekommt, sprich der A7 war dann jünger damals und definitiv weniger gelaufen. Also ich rede jetzt von der Preisklasse. Zum Beispiel, man nimmt jetzt 30.000 Euro, da kriegt man Porsche 2012, und kriegt aber ein Audi A7 2014, 2015. Das ist halt so dieses Marken-Image-Ding. Ne? Was mich aber beeindruckt hat bei dem hier, ist der Innenraum. Auch noch einfach der Wagen ist von 2012 und hat 184.000 gelaufen. Was mich aber beeindruckt hat, ist trotzdem so der Pflegezustand, also die Qualität von den Materialien. Ne? Das ist jetzt nichts irgendwie so durchgesessen. Das Leder, klar, braucht es natürlich mal eine Aufbereitung, der kriegt auch noch eine Aufbereitung innen und außen. Aber so im Grunde genommen ist das hier nicht großartig abgegriffen. Man hat hier keine riesen Abnutzungsspuren. Das Lenkradleder ist ziemlich hart. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Aber in dem Fall ist es halt so. Und es spricht aber auch dafür, dass es halt nicht so viel Abnutzungsspuren hat. Doch nicht so stark beschädigt ist, beziehungsweise keine Reibungen hier sind. Ne? Ja, ansonsten finde ich das hier mega schön beim Panamera. Also hier so die Armaturen. Finde ich schön mit den Knöpfen. Schaltknopf finde ich, da kann man sich drüber streiten. Aber das finde ich zum Beispiel auch wiederum schön, das Cockpit. Hier fehlt mir leider die Uhr und ich finde auch dieses Beige sticht zu sehr hinaus. Also man sieht natürlich jede Kontur, das ganze Gitter, das ist so ein bisschen, es sticht zu sehr heraus. Also im Schwarz ist schön dezent, wenn alles dann schön clean ist, dann wirkt es auch nochmal ganz anders. Weil auch das Lenkrad, finde ich, das sieht aus wie so ein Spielzeug. Mhm. Ja, finde ich auch. Wie so kommt schon ein bisschen. So, weiß ich nicht, Toys R Us mäßig, ne? Ja. Ja, sonst finde ich das hier auch ganz schick, mega, hier mit dem Lack, den Leisten und den Chrom dazu, das finde ich eigentlich ganz schön. Hier die Armaturen, also die Knöpfe sind auch ganz schick. Aber wie gesagt, das Beige sagt mir weniger zu. Ja, was ich auch noch cool finde ist, dass der Tank gerade auf Reserve gegangen ist und zeige ich euch mal, was ich meine. Nochmal, zack. Der hat hier das Navi quasi auch im Tacho drin. Finde ich richtig cool. Ja. Ja, ansonsten Schaltwippen. Aber jetzt kommt das ganz große Manko. Und ich würde sagen, das heißt ganz große Manko. Aber ich würde sagen, wir drehen nochmal eine kurze Runde und dann sag ich was dazu. Und du, Jonas, bist das Auto ja auch gefahren. Du kannst auch noch mal deine Meinung sagen. Ne? Habe ich mich auch nicht überrascht, aber ich glaube, du warst überrascht. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, ich mache die Kennzeichen wieder dran. Und dann drehen wir noch mal eine kleine Runde. So machen wir das. Muss ich noch was hinweisen? Es ist ein Viersitzer. Ne, der Porsche Panamera. Ne, hat vier Sitze. Ist auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch nicht der, so klein bin ich auch nicht, aber auch nicht so groß, ne? Ist auf jeden Fall Luft. Und finde ich auch ganz cool. Also mich persönlich würde das jetzt nicht stören. Na, aber ich finde, es ist ein wichtiger Hinweis, dass das Porsche Panamera ein Viersitzer ist. Über den Kofferraum braucht man eigentlich nicht viel zu sprechen. Weil, klar, es ist ein bisschen Sportwagen. Dadurch hat man natürlich nicht so viel Platz, sage ich mal. Ne? Aber es ist ausreichend, meiner Meinung nach. Wenn man das Rollo noch rausnimmt, hat man nach oben hin auch noch ein bisschen Platz. Also jetzt kann ich schon mal einsteigen und dann drehen wir eine Runde. Oh. Elektrische Sitze, Memory-Funktion, läuft. So, dann wär's mal ein Stück Wasser, bevor es losgeht.
was cool ist? Hab ich gestern erst entdeckt, der hat hier auch so schicke Getränke, Alter. Ach was. Ja. Kannst du mal draufzoomen? Bzzzt, bzzzt, bzzzt. Cool, ne? Hat schon was. Bin ich gut drauf? So. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich damals für den A7 entschieden, ohne dass ich den Porsche je gefahren bin. Weil es halt einfach ja, auf der Suche dahin sich so ergeben hatte. Und ich halt auch einfach mehr für mein Geld haben wollte damals. Da sage ich auch ganz klar, oh, ich vermisse den A7 schon echt. Das war echt ein schönes Auto. Aber gut. Genau, wo war ich stehen geblieben? Ja, jetzt geht es hauptsächlich ums Fahren, ne? Komfort und so weiter. Also, ich bin das erste Mal Panamera gefahren. Ja, auf jeden Fall, meiner Meinung nach, damals dafür entschieden. Was ich wichtig finde, was ich natürlich auch gelernt habe aus dem C63-Kauf, ein Auto immer vorher wirklich ausreichend Probe fahren. Am besten sogar irgendwie ausleihen, wenn man jemanden kennt, der auch so ein Auto hat. Oder wirklich auch mal mieten, dass man sich vorher ein Bild machen kann. Weil man merkt erst so nach ein paar Kilometern oder nach ein paar Tagen, ob das Fahrzeug wirklich was für einen ist oder nicht. Ne? Und natürlich auch immer möglichst so kaufen, dass man auch wieder verkaufen kann, ohne großen Schaden davontragen zu müssen. Ja, auf jeden Fall bin ich enttäuscht vom Fahrverhalten, wirklich sehr enttäuscht sogar. Man hört, wie er schaltet. Er hat 6-Gang-Automatikgetriebe, also man merkt es wirklich richtig, Schaltvorgänge. Es ist jetzt nicht so, dass es ruckelt oder so, aber man merkt es halt einfach. Ne? Es ist halt unkomfortabel. Das Lenken und auch so das Fahrwerk, man hat so, klar, der hat jetzt auch 184.000 gelaufen, aber man hat so das Gefühl, kann man es beschreiben? Nur das. Also mir ging es genauso wie dir, sage ich mal. Ich habe es ist wirklich schwer zu beschreiben. Es ist kein schlechtes Fahren, das wäre jetzt völlig übertrieben. Genau. Überhaupt das Auto irgendwie schlecht zu machen oder so. Aber man denkt immer, Porsche steht halt dafür, dass alles reibungslos und ohne. Einfach. So wie geschnitten Brot, so wie Butter funktioniert, sage ich jetzt mal. Genau, weißt du? Genau, so war auch meine Erwartungshaltung. Ich muss kurz korrigieren, der hat einen 7-Gang-Automatik. Ja, auf jeden Fall, so war auch meine Erwartungshaltung, aber ich wurde komplett enttäuscht und bin auch froh, dass ich mich damals nicht dafür entschieden habe. Ich bin gespannt, also ich werde auf jeden Fall mal das Facelift probieren. Das hat auch ein ganz anderes Lenkrad, alles ein bisschen frischer, alles ein bisschen moderner. Ich werde mal schauen, werde ich mal da mal, auf jeden Fall mal schlau machen und schauen, wie es da sich verhält. Auch was Luftfahrwerk vielleicht ausmacht und so, ne? Gerade bei so einem Auto. Ne? Meiner Meinung nach, um ein Fazit und ein Feedback zu ziehen, es ist ein schönes Auto. Es ist auf jeden Fall ein Eyecatcher. Meiner Meinung nach, dieses gerade das erste Modell ist aus der Zeit schon raus, für meinen Geschmack. Ist auch kein zeitloses Modell, muss ich ehrlich sagen. Das neue Modell, mega, absolut Traum. Also der neueste Panamera, Traum. Ja? Und ansonsten, wenn man es auch so haben will, ganz ehrlich, Panamera ist auch so ein richtiges Kanackenauto geworden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ihr wisst, glaube ich, schon, wie ich das meine oder was ich damit meine. Aber es ist so, ich mache eine Shisha-Bar auf und tue mir danach noch ein Panamera. Oder, ja, ist so gerade ja, das Modell, ne? Ja, ist schon der Klassiker, Autohändler, das stimmt schon. So, Panamera, ne, für 30, 35.000, 40.000 max Porsche kaufen. Viertürer, Diesel, also noch sparsam. Verbrauch liegt bei 7 Liter. Man hat trotzdem seine 250 PS, 250 bis 300 PS. Man hat einen Sportwagen, man hat eine Reiselimousine. Ja, ist halt so ein typisches Klischee-Auto geworden. Ja. Porsche war halt wirklich sehr Kult. Hat man sehr wenig gesehen. Aber durch den Cayenne und den Panamera ist natürlich, sind die natürlich schön auf Masse gegangen. Und ich glaube, das finden viele Porsche-Freunde nicht so cool. Also jetzt nicht, weil Kanaken das fahren oder so. Ne? Darauf war es jetzt nicht bezogen. Aber ich meine, glaube ich, allgemein. Auch durch den Dieselmotor. Aber gut, es ist eine schöne Alternative zu einem A7, was gibt es noch vergleichsweise, 6er BMW, 4er BMW vielleicht. A6, A7, sowas. Ja, A6 Limousine, halt so die ganzen limousinenförmigen Fahrzeuge. Ne? Gerade wenn man auch viel fährt, kann ich mir das auch schon vorstellen, dass so eine Option, so eine Wahl natürlich auch irgendwo Sinn macht.
Ja? Man kann damit abends zum Essen fahren, ins Restaurant, man kann damit Autos abholen. Ja? Finde ich so ein Allrounder, meiner Meinung nach. Ja. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns. Jonas war natürlich überwältigt, da habe ich gesagt, komm, fahr mal eine Runde. Jonas ist damit gefahren und sagt, ey, ganz ehrlich, Porsche fahren. Ne? Das war ja deine Meinung. Ja, ich habe es mir anders vorgestellt ein bisschen. Wie gesagt, also es macht schon ein bisschen was her, ne? Und alles schön und gut. Aber könnte alles ein bisschen geschmeidiger laufen, sage ich mal. Ne? Man stellt sich das einfach anders vor. Und vielleicht liegt es halt echt daran, dass das Modell schon ein bisschen älter ist. Und ich glaube auch ein bisschen an der Erwartung. Ein bisschen, ne? Auch das kann sein, ja. Aber ja, wie gesagt, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ja. Das hatte ich aber auch anders erwartet. Gut, ja, wie gesagt, an dieser Stelle danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Danke für euren Support. Ihr wisst ja, was zu tun ist, wie ihr uns unterstützen könnt. Ansonsten bleibt alle gesund. Trinkt viel Wasser und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann.